Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Sternzeichen-Orakel für den März 2020. Ihr bedenkt bitte wieder, es ist ein allgemeines Orakel. Es kann nicht mit jedem in Resonanz gehen. Schaut euch aber gerne auch noch die Legungen für euren Aszendent und für euer Mondzeichen an. Ich wünsche euch viel Spaß und wundervolle Botschaften. Die Fische-Energie für den Monat. Hier fällt der Seelenpartner. Und hier fällt auch das Bedauern, das Feststecken. Ihr lieben Fische, was ist hier los? Heilung. Also es kann sein, dass hier zum Thema Seelenpartner ein gewisses Bedauern hochkommt, ein gewisses Bereuen. Dadurch steckst du dann fest oder gerätst vielleicht in die Stagnation. Aber genau hier entsteht auch eine wundervolle Chance auf Heilung dieser Thematik. Es könnte natürlich auch sein, dass dein Seelenpartner hier auf dich zukommt. Dass dein Seelenpartner hier auf dich zukommt und dir sein oder ihr Bedauern ausspricht, ja, dass hier, also wie alles gelaufen ist in der Vergangenheit, dass vielleicht er oder sie festgesteckt ist, festgefahren war in gewissen Verhaltensmustern, in gewissen Gedankenmustern oder Konzepten und dass hier Heilung geschieht, ja. Heilung geschieht, um vielleicht ein Aufeinanderzugehen wieder zu ermöglichen. Ja? Das kann ist jetzt gerade ein bisschen eine gemischte Energie. Das kann sich natürlich jetzt um deine Themen handeln. Es kann sich hier auch um die Themen deines Schatzes handeln. Ja? Aber ich möchte ja Botschaften hier für dich. Hier ist auf jeden Fall noch die Schattenarbeit ist hier angezeigt. Und natürlich, ja, Schattenarbeit. Genau darin, wenn man hier den Mut aufbringt und sagt, okay, weißt du was, scheiß drauf, ich mach das jetzt, ich gehe da durch und guck mir das an. Und genau da erfährst du die Heilung drin. Das Commitment, ja. Die Vereinigung, das sich versprechen auch an das Zugehörige, an das, was sein darf, an die Bestimmung auch. Vielleicht bereust du das jetzt auch, dass du so lange festgefahren warst oder festgesteckt bist in einer Seelenverbindung und dass du jetzt endlich Heilung erfahren möchtest im März und in diese Schattenarbeit eintauchst. Das wäre natürlich eine wundervolle Geschichte, ganz ehrlich. Ja, ja. Wie kannst du andere füttern, wenn dein eigener Tisch leer ist? Ja. Oh Mann, das ist fantastisch. Liebe Fische, ihr habt hier wahrscheinlich immer geben wollen, seid hier bis ans Äußerste gegangen und habt euch komplett ausgezogen, okay? Also ihr habt alles von euch gegeben und ihr hattet nichts mehr. Das erinnert mich gerade so an Sterntaler, ja? Und jetzt ist einfach die Zeit da, wo ihr vielleicht begriffen habt, so hey, ich kann nichts mehr geben, wenn ich nichts mehr habe, kann ich nichts mehr geben. Ich kann mich selbst kaum ernähren, okay? Jetzt nicht unbedingt ernähren im materiellen Sinne, sondern auf energetischer Ebene diese Fülle sein, diese Fülle spüren, diese Fülle erleben. Vielleicht hast du hier begriffen, dass in erster Linie du glücklich sein musst, ja, um anderen Menschen auch dementsprechend etwas entgegenbringen zu können. Ja, man kann nicht
geben, 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 aber nie etwas zurücknehmen. Das funktioniert nicht, weil irgendwann mal bist du leer, ja, das ist eine Tatsache. Hier nochmal auch für dich, liebe Fisch, du bist ein Teil des Ganzen, du bist ein Teil des Paradieses, ja. Schließ dich da bitte nicht aus. Guck in erster Linie bitte auf dich. Schau, dass dein Tisch gefüllt ist. Weil wenn dein Tisch gefüllt ist, kannst du andere Menschen dazu einladen, Platz zu nehmen und mit dir zu speisen. Deine Energie. Nein, es ist wunderschön. Also wenn ich hier sehe, mit diesem Feststecken und Bedauern und dann die Heilung und die Schattenarbeit, ja. Vielleicht ist hier dieser Monat besonders günstig für dich, wirklich dich dafür zu entscheiden, in die Schattenarbeit zu gehen, um hier mit gewissen Themen aufzuräumen. Natürlich, irgendwo ist der Zeitpunkt immer günstig, ja, weil es ist immer die richtige Zeit. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt irgendwo in der Ferne, worauf man warten muss. Aber vielleicht sind hier jetzt im März besonders unterstützende Energien am Start, dass du hier speziell deine Themen betreffend hier einfach aufräumen kannst, ja, und gewisse Dinge auch erlösen kannst und dich in die Heilung bringen kannst. Als Liebesbotschaft bekommst du die Verwandlung. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Ja, hier ist eine Seelenverbindung angezeigt, ja, ein Seelenpartner angezeigt. Vielleicht war hier auf beiden Seiten auch einfach noch ein Transformationsprozess am Laufen und ihr konntet euch hier nicht auf Augenhöhe begegnen. Vielleicht stehen jetzt die Sterne einfach günstig, dass ihr hier auf einer anderen Ebene aufeinandertreffen könnt, ja, aufeinander zugehen könnt. Freundschaft, pflege die Bande der Freundschaft, haben wir unter dem Deck. Freundschaft. Da ist immer das Vertrauen. Das Vertrauen ist hier eingebrannt in einer Freundschaft. Vielleicht gibt es auch einen Freund oder eine Freundin bei dir, wo du jetzt einfach rausfindest, das ist dein Seelenpartner, das ist dein Soulmate, ja, wo du hier vielleicht bedauerst, das nicht gesehen zu haben oder nicht bemerkt zu haben. Und der oder die kann dir hier auch helfen oder ihr könnt euch gegenseitig helfen in eurem weiteren Heilungsprozess, in eurer, ja, eine kleine Stütze gegenseitig sein in der Schattenarbeit. Wir haben, lass es sein, wie die Beatles schon sangen, let it be. In manchen Situationen ist das auch wirklich das Beste, das man machen kann. Ja, wenn es hier um alte Themen geht, die du bereust, um alte Situationen, vielleicht wie zum Beispiel Dinge wie, ach, hätte ich doch nur gesagt, ach, hätte ich doch nur gemacht. Gib hier nicht so viel Energie drauf, gib hier dieser Sache nicht so viel Aufmerksamkeit, weil das hindert dich wieder daran voranzugehen. Ja, hier steckst du dann wieder fest. Deswegen lass es sein, let it be. Ja, warum? Weil was sein wird, wird sein. Lass das Leben einfach auf dich zukommen. Meistens ergeben sich die Dinge genauso, wie es am besten ist. Und das ganz ohne unsere Einflussnahme darauf. Das ist wieder dieses Vertrauen, ja, und dieses Sein lassen. Die Dinge passieren. Ja, manchmal passieren Dinge, die uns überhaupt nicht gefallen, aber auch diese Dinge dürfen wir annehmen und auch diesen Dingen dürfen wir uns hingeben, weil an gewissen Dingen kann man nichts ändern. Ja? Wenn es regnet und du wolltest Sonnenschein, dann kannst du auch nichts daran ändern. Vielleicht funktioniert es mit einem Regentanz oder so, dann Spaß. Aber ihr lieben Fische, da gilt es dann auch anzunehmen, ja. Man kann nicht alles kontrollieren, nicht alles manipulieren. Also es soll jetzt nicht heißen, dass ihr hier am Manipulieren seid, ja, aber ihr als Wasserzeichen, ihr geht da natürlich nochmal in eine ganz andere Tiefe. Apropos Tiefe, wollen
Folge deiner Intuition. Oft kommt es vor, dass man schon spürt, was die richtige Entscheidung sein könnte. Im Nachhinein ärgert man sich dann darüber, nicht von Anfang an auf sein Bauchgefühl gehört zu haben. Also überlege nicht zu lang und folge einfach deinem ursprünglichen Instinkt. Ja, kann ich wirklich nur unterstützen, liebe Fische, wenn ihr in einer Position seid, wo ihr euch versucht, den Kopf darüber zu zerbrechen, dann wählt vielleicht als Wasserzeichen sowieso eher die Bauchstimme, okay, oder das Bauchgefühl, die Herzstimme, eure Intuition. Alles Liebe, ihr Fische.